Kuckuck. Und herzlich willkommen zurück bei Risen. Ja, wie ihr hört, ist es noch nie ganz abgeklungen bei mir, also. Aber ich habe jetzt auf jeden Fall Bock, auch hier weiterzumachen. Weil irgendwo wird es mir dann doch ein bisschen arg langweilig. Ja, wir haben ein Problem. Wer handelt hier mit mir? Handelst du? Ach nee, das ist ja Wurm. So, ich hoffe, wir packen das heute hier mit. Sollte diese Folge hier am Samstag rauskommen. So. Ich brauche. Was hast du zu verkaufen? Mindestens 100 oder 2 Heiltränke. Warte mal, können wir hier. Weil, pass auf, wir haben Folgendes vor. Bei wem konnte ich jetzt Stärke und Geschick und sowas lernen? Mach dich nützlich. Ja. Bei wem war das? Das war unten bei jemandem. Ja, ich muss gerade nochmal überlegen wieder. Weil wir müssen heute einen Kampf machen. Den wollten wir schon mal machen, aber da hat der gute Kollege gemeint, er müsste Bug-Using machen und sich mir entziehen. Ja. Grundlagen der Alchemie. Das wäre reinbringen, ist Schutzzauber. Das Problem ist der Schutzzauber, den brauche ich dann eventuell für Brogar. Den will ich jetzt nicht für Domingo verschwenden. Ja, aber Domingo haut relativ kräftig zu. Der hat auch ein Schild, der haut auch relativ schnell zu. Das weiß ich noch, weil ich beim ersten Versuch hier die Folge aufzunehmen. Hier ist der Beweis, Speicherplatz 19 hatte ich gemacht gehabt. Aber da habe ich dann abgebrochen, das wurde mir zu fett. So, wohin ging ich dann halt gesagt habe, wir machen erstmal 2 Tage Pause hier, weil ich noch nicht weiß, wie und wann es weitergeht. So. Aber wie gesagt, ich habe jetzt einfach mal Bock hier. Wolltest du was? Weil das sind so Sachen, wo man weiß dann auch nicht, wohin mit seiner Zeit, ganz ehrlich. No. Du machst das schon. Zeig mir deine Ware. Nee. Warte mal, habe ich nicht irgendwas Besseres einstecken inzwischen? Das ist doch scheiße. Was habe ich denn hier alles? Der Witz ist, wir haben ja schöne Sachen hier einstecken, aber. Also, was macht halt der für Schaden aus? 24, wir haben 12. Alter Schwede. Wir müssen Stärke lernen, aber das kostet wieder einen Haufen Geld. Jo, wer bringt mir denn hier Stärke bei? Redet der noch mit mir? Kannst du mir. Stärke. Wie viele Lernpunkte haben wir überhaupt? Wir gucken mal. 27. Jo, wir speichern das nochmal ab. Nee, warum wir Domingo machen wollen, hat ganz einfach den Hintergrund. Weil es stehen mindestens 2 Kämpfe bevor. Einmal Domingo und Broger. So, wie ich schon mal gesagt habe, möchte ich ungern euch hier mit einer endlosen Aneinanderreihung von Kampffolgen langweilen. So, deswegen will ich jetzt diesen Kampf machen. Mit Domingo. Und dann hier noch ein paar andere Sachen machen, damit wir dann irgendwann mal mit Broger. Nicht, dass wir beide Kämpfe dann hintereinander haben. Das wäre, wie gesagt, das wäre zu öde. So. Deswegen will ich das so ein bisschen verteilen. So. Gespeichert haben. Jo, wir brauchen, wie viel brauchen wir? Ich weiß es nicht. Warte mal, wir wollen. Jetzt gucke ich schon wieder rein. Wir haben doch hier so eine fette Armbrust uns gegeben. Geben lassen. Wir brauchen mindestens 9 Stärke, müssen wir jetzt lernen. 21 dafür. Da kommen wir auf keinen Fall hin. Die Lernpunkte vielleicht ja. Aber nicht mit dem Gold. Na, wir lernen 9 mindestens. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Oder mit der Armbrust im Arena-Kampf?
90 Gold. Ich will stärker werden. Weiter so. 115 Gold. Ich will gut. 140 Gold. Ich will weiter. Ja, 165 haben wir nicht mehr, oder? Wir kommen einfach nicht auf unsere scheiß Armbrust. Warum muss der Scheiß auch teurer werden? War das Original mit. War das im Original auch so, oder? Also ohne Mutz? Hier wird ich weiß nicht. Geklaut, verstanden? Was willst du hier? Ich klaue nicht, ich stecke ein. No, Sam. Ja. Konnte ich irgendjemanden was verkaufen? Wir speichern hier mal auf die 20. So. Zeig mir deine. Was können wir hier dir von Wert verkaufen? Verkaufswert 3. Nein. Zeig mir deine. Da kommen wir auf keinen Fall hin auf die Werte. Zumindest nicht so schnell. Sichel Klingenschaden. Die Sichel macht gerade mal einen Schaden weniger als mein Schwert. Schartig und rostig. Rostiges Schwert. Knüppel. Kurzbogen. Nee. Den könnte ich sogar benutzen. Ach, ich weiß nicht. Aber wir haben nur 36 Pfeile. Ja. Schild. Haben wir einen besseren Schild? Nee. Aber wir haben. Naja. Wir haben hier die Lederhelm. Nee, wir haben hier diese Kapuze hier. Die werden wir auch anziehen. Macht zwar jetzt den Braten nicht unbedingt fett, aber egal. So, hier sitzt er. So. Und als ich das ausprobiert habe hier, hat das auch funktioniert mit dem. Das könnte ich euch ja wohl kaum sagen, dass der hier Power hat. Und das kotzt mir an. Steig mit mir in die Arena. Lass den Unsinn. So. Hier, jetzt trinkst du erstmal einen kräftigen Schluck Bier. Bier. Das heißt, ich werde jetzt auch mal gleich wie sieht's aus? Den Schnabel halten. Mehr in die Arena? Du bist in Ordnung. Warum nicht? Ich gehe vor, du folgst mir. Verdrehte Welt. So. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. So, wie gesagt, ich werde versuchen, mich hier ruhig zu halten. So. Kann losgehen. Zeit für eine kleine Lektion. Ey, der hat wieder volle Power. Was ist das denn? Ja. Yeah.
Ich hätte mir einen Heiltrank. Den einen. Hier mal Zwischenspeicherplatz. Ist so eine doofe Stelle, wir haben kaum noch Power. Aber manchmal. Nee, 20 haben wir ja. Aber bei solchen Gegnern möchte ich das gerne ausnutzen. Ansonsten müssen wir den ganzen Kampf wieder komplett von vorn machen, das ist auch doof. Ich glaube, zwei Hiebe müsst ihr noch brauchen, oder? Sofort speichern. Ja, den hätten wir. So, hervorragend. Ich weiß aber nicht, wen wir jetzt noch bekämpfen müssen. Kampf war gar nicht schlecht. Du kannst was. Danke. Aber vielleicht kann ich dir ja noch ein paar Tricks beibringen. Ja, dann bring mal. Kostenlos. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Nee, du bist genauso teuer wie alle. So. Jo. Gegen wen haben wir jetzt noch nicht gekämpft? Außer gegen Proger. Wir gucken mal kurz hier rein. Hafenstand, Banditenlager, was haben wir denn noch? Machtgerangel. So, jetzt haben wir auch... Ja, Schutzgeld, genau. Banditenlager. Die Jäger sollen wieder jagen. Da steht dann trotzdem danke für die Nachricht. Keine Ahnung. Zu wem wir jetzt noch müssen hier. Das ist der beste Kämpfer des Banditenlagers. Warte mal. Ach nee, gegen den Craig müssen wir auch noch kämpfen, oder? Ich weiß nicht, ob wir das gleich noch mit reinpacken wollen heute hier in die Folge. Der. Wahrscheinlich kämpft er nicht mehr gegen mich. Weil ich ihn verpetzt habe. Das kann durchaus möglich sein. So.
Ich bin müde. Ich hoffe, du weißt, wie du dich in einem fremden Haus zu benehmen hast. Ja. Geht. Ja. Zum Beispiel die Tür benutzen, wenn man nach draußen will. Ja. Wir setzen mal wieder das Ding auf, damit die wenigstens mein Antlitz hier sehen. Ja. Schutzgeld war noch gewesen. Ja, wo habe ich ja das Schutzgeld-Dings? Warte mal. Ja, Meister. Wir fragen uns einfach mal weiter durch. Gibt es was Besonderes? Nö. Gibt es was Wichtiges? Ich hab Domingo verhauen. So, warte. Ich will jetzt mal gucken wegen diesen Schwertstücken da. Da brauchte ich glaube bloß noch eins, oder? Vier. Fünf gab's und eins brauche ich noch, das hat der Broger. Der Wichser. Gib mir Schutzgeld. Nee. War ich bei dem schon? Beim Louis braucht man. Ich dachte, da steht ein Minecrawler. Ja, muss ich noch Schutzgeld? Wo ist denn die Liste hin? Schriftstücke, wir haben doch hier bloß. Das Ding habe ich schon mal gesucht. Schutzgeldliste. Hä? Weltkarte. Questkarte. So. Nee. Erledigt. Händler, Lehrer. Die Arbeiter sollen wieder arbeiten. Enrico. Du müsst ja hier. Genau. Mit dem hatte ich das Problem bei meinem ersten Risen Let's Play, dass der tot war. So. Und ich gedacht habe, so, was denn nun? Kann ich die Quest hier abschließen? Ja. Konnte ich, weil ich konnte dem Broger sagen, dass Enrico tot ist. Damit war das der Enrico-Part erledigt. Ja. Hi. Du bist gekommen, um mich zurückzubringen, oder? Quasi. Aber ich gehe nicht mehr zurück. Ich gehe nicht, das kannst du vergessen. Bleib mal locker, ich tu dir nichts. Nein, ich kenne euch doch. Erst wollt ihr einen in Sicherheit wiegen und dann kriegt man doch nur auf die Mütze. Hat dir denn den Tag versaut? Sie sind überall. Muss dich nur mal umsehen. Dann wirst du schon sehen. Diese fürchterlichen Schreie und dieses Geflüster. Ich kann es kaum ertragen. Was für ein Geflüster? Wovon redest du da? Na hör mal. Hast du denn nicht die schrecklichen Tempel gesehen, die überall aus dem Boden gedrückt wurden? Was glaubst du denn, wer die erbaut hat? Der ganze Krempel dieser Ahnen liegt hier überall in der Gegend herum.
Und die Idioten im Banditenlager haben nichts Besseres zu tun, als ihre Gräber zu schänden. Die Ahnen werden sich dafür fürchterlich rächen. Glaub mir. Aha. Hab verstanden. Du willst nicht zurück. Wo genau ist zurück? Du bist nicht von Hawkins geschickt worden? Weißt du, er will nämlich, dass ich wieder zur Ausgrabung da drüben zurückgehe. Ich gehe da aber nie wieder hin. Nie wieder. Verstehst du? Ja. Ich kassiere jetzt erstmal dein monatliches Schutzgeld ab. Nimm mein Gold, nimm alles, aber lass mich bloß in Ruhe. Ja. Hawkins hat mich beauftragt, dich zur Arbeit zu bringen. Verdammt, habe ich es doch gewusst. Ich gehe aber nicht, das kannst du vergessen. Muss ich dich erst zur Arbeit prügeln? Schlag mich ruhig. Nichts kann schlimmer sein, als von den Geistern der Ahnen erwischt zu werden. Solange ich keinen Schutz gegen die Ahnengeister habe, gehe ich nirgendwo hin. Such dir einen anderen Idioten für den Job. Nimm doch Dwight. Der hat sowieso nie was zu tun. Ich bleib jedenfalls hier. Entspann dich mal, Kollege. Du Thor, verstehst du denn nicht? Sie sind hier überall. Sie werden aus ihren Gräbern steigen, um sich an uns Sterblichen zu rächen. Ihre Ruinen, die aus dem Boden geschossen sind, sind nur die Vorboten. Bald werden sie sich zeigen. Und dann sind wir alle verdammt. Wir alle, verstehst du? Ich geb mir Mühe. Ich hab hier etwas zu deinem Schutz. Du willst mich doch bloß verarschen. Was ist es denn? Tja, es ist ein Amulett. Man sagt, ja, es soll böse Geister verjagen. Jo. Wirklich? Dann her damit. Zeig mir das Amulett. Klar. Hier hast du's. Ja, das ist es. Endlich. Das wird mir helfen. Ich spüre seine magische Wärme. Natürlich ist es warm. Ich hatte es in meiner Tasche. Was? Wie meinst du das? Vergiss es. Ja, danke. Gehst du jetzt wieder graben? Vielen Dank, mein Freund. Nichts lieber, als dass ich grab dir alles aus alles. Fang erst mal mit deiner Ausgrabungsstelle an. Aber natürlich. Ich mach mich sofort an die Arbeit. Jo, mach das. So. Speichern. Da können wir auch den mal wieder nehmen hier. Hast du irgendwas von Wert für mich liegen lassen? Nee. So. Komm bloß nicht näher. Ich tu hier nichts, du tust mir nichts, okay? Hm. Von dem möchten wir uns rasch entfernen. Aber das Kraut geht trotzdem mit. Gut, da haben wir die Sache mit Enrico natürlich auch geschafft. Freut mein Herz. So. Da stecken wir gleich mal Hawkins. Enrico arbeitet wieder an seiner Ausgrabungsstelle. Tatsächlich? Wie hast du das denn geschafft? Frag besser nicht. Na gut, dank dir. Hier, nimm das Gold. Da lache ich doch. Dafür gebe ich mein wertvollstes Amulett weg. Genau. Banditenlager, Schutzgeld. Ja. Ich konnte oben rechts die Karte einblenden lassen. Schutzgeld. Das war ja der hier. Oh, den haben wir ja schon. Den hatten wir auf jeden Fall schon. Ich weiß nicht, ob wir schon alle hatten. Ist was? Nee, das hätten wir das dem ja sagen können. Du
machst das schon. So. Das ist doch der Punkt, der hier angeleuchtet wird. Genau. So, wer ist das hier? Wenn wir in die Richtung gehen, aber leuchtet auch noch so ein Punkt. Nee. Kriegen wir wieder den Kantenbug. Wenn wir hier jetzt hochgehen, dann müssen wir hier hinten lang gehen. Den Kantenbug will ich jetzt nicht unbedingt auslösen. Tag. Letztendlich müssen wir die Rechnung zahlen. Die Stürme werden. Wie kamen wir jetzt da hinten hin? War das bei der Arena? Nee. Das war ja oberhalb der Arena irgendwie. Wer sitzt denn da? Kennen wir den? Was machst du denn hier oben? Mich verstecken. Du bist ein Arbeiter. Ja klar, das sieht man doch, oder? Die meiste Zeit verbringe ich mit Graben. Hab mein ganzes Leben nichts anderes gemacht. Werde ich auch nicht mehr. Hm. Erzähl mir ein bisschen was über deine Arbeit. Was denn? Über das Graben? Das kann jeder, auch du. Du schnappst dir eine Schaufel und suchst dir eine sandige Stelle an einer der Ausgrabungsstellen, die vielversprechend aussieht. Dann steckst du die Schaufel in die Erde und gräbst. Wenn man Glück hat, findet man manchmal sogar was. Probier's doch mal aus. Ja, eine der nervigsten Animationen im ganzen Spiel. Wovor versteckst du dich? Vor der Arbeit. Aha. Nein, nein, nicht was du denkst. Ich mache gerne meinen Job. Aber an meinem Arbeitsplatz, mitten im Sumpf an der Ausgrabungsstelle, sind so eklige Insekten. Wenn die Kämpfer die Dinger nicht endlich wegmachen, gehe ich nicht wieder zurück an die Arbeit. Ihr geht mir auf die Eier. Wer von den Kämpfern ist denn für deine Ausgrabungsstelle zuständig? Ricardo ist mir zugeteilt worden. Er war aber lange nicht mehr da. Naja, er wird bestimmt bald wieder an der Ausgrabungsstelle auftauchen. Wer weiß. Ich werde mal mit Ricardo über seine Pflichten sprechen. Ja, bitte. Tu das. Ich warte so lange. Wie sieht's aus mit deinem Schutzgeld an die Kämpfer? Tja, wenn du jetzt der neue Eintreiber bist, werde ich's dir wohl bezahlen müssen, oder? Hier. Danke. Ja. Was weißt du über ein gewisses goldenes Schwert? Hab davon gehört. Ich glaube auch ein Bruchstück von so einem Ding bei meiner Ausgrabungsstelle gesehen zu haben. Ach. Ja. Ich wollte es gerade bergen, da kamen diese riesigen Insekten. Verstehe. Deine ekligen Insekten sind weg. Du kannst wieder zur Arbeit. Sind sie auch wirklich nicht mehr da? Nein, wirklich nicht. Na gut, ich glaube dir. Dann will ich mal wieder an die Arbeit gehen, was? Dankeschön. So. Wieder einer. Das ist doof, dass hier bei dieser Questkarte da nicht irgendwo gezeigt wird, welche ich schon abkassiert habe und welche nicht. So, den hatte ich ja hier, oder? Das ist Doug. Den konnte ich ja nicht mehr. Enrico hatte ich auch. Louis, den hier oben hatte ich auch. Ja. So. Oscar hatte ich auch. Hawkins brauche ich nicht mehr. Louis. Wie gesagt, weiß nicht. Ich glaube, bei Louis waren wir schon. Deswegen. Solltest du nicht an der Ausgrabungsstelle im Sumpf aufpassen? Sagt wer? Der Arbeiter Danny. Er wartet schon seit Ewigkeiten auf deine Unterstützung. Arbeiter sind mir egal. Ist ja interessant. Das petzen wir. So.
Dann würde ich mal sagen, machen wir Feierabend an der Stelle. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Wir nehmen das hier. Fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.